Damen und Herren, geschätzte Fans von O-Tönen aus niedersächsischer Einöde, Freunde der leicht laschen, inhaltsleeren Laberei. Willkommen bei einer neuen Episode von Senke diktiert. In der heutigen Ausgabe dreht sich alles um die Frage, ob es in Zeiten der vom Produktivitäts- und Selbstverbesserungszwang besessenen Globalisierung überhaupt noch möglich sein sollte, ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu führen, dabei jedoch nicht auf die Annehmlichkeiten der Gesellschaft zu verzichten. Dazu haben der lässige Schiedsrichter und ich uns über Silvester mit ein paar anderen mehr oder weniger jungen Menschen in einem Holzhaus am Rande des 70-Seelendörfchens verschanzt, um genau solche alternativen Formen des Zusammenlebens gemeinsam zu erproben. Dasein als Experiment. Chapeau. Foucault. Eventuell haben wir uns aber auch nur getroffen, um dem elenden Gemurkse der sonstigen Welt für ein paar Tage zu entkommen, Brettspiele zu spielen und ganz besonders der Maßlosigkeit zu frönen. Maßlos. So klar ist mir das noch immer nicht, wie auch sonst alle Erinnerungen an diese Zeit in merkwürdigen Nebel gehüllt sind. Aber hören Sie das alles und noch viel mehr besser selbst in Senke diktiert. Episode 2. Das Haus. Rechts abbiegen auf L434. Ladies and Mentalgen, ich begrüße Sie aus dem wunderbar verschlafenen Auetal. Streckenverlauf. Mit einer heißen, tanzanregenden Musik vom britischen Truppenfunk. Ich glaube, ich fahre falsch, oder? Wir glauben, wir fahren falsch, aber es sieht eigentlich gut aus. Außerdem ist es hier egal, hier ist überall nichts in jede Richtung. Wir befinden uns auf dem Weg nach Nähe Bad Pyrmont. Wir haben im Auftrag des Spiegels vor, eine weitere Fake-Reportage zu führen über ein sogenanntes Haus voller Hippies, Kommunaden, Outlaws, Outcasts, Außenseiter. 14, 15, 16, 28 Leute leben dort angeblich in einem Haus zusammen und kennen keinerlei Form von Werten, Normen, Regeln oder Anstand mehr. Wir wollen dort mitmengen, um uns von all dem Weihnachtsstress zu Hause mit der Familie, diesen ganzen alten Knalltüten und Co. zu erholen und ins neue Jahr hineinzufeiern. Wir haben keine Ahnung, was uns dort erwartet, aber wir werden alles aufnehmen und Sie daran teilhaben lassen. Viel Spaß! Boah, was für ein Wichser, er fährt einfach über diesen komischen durchgezogenen Linie und überholt alle. Das sind diese VW-Golffahrer, ganz ehrlich, das sind solche, das, guck mal, in der Kurve, hoffentlich zerlegt er sich. Nein, er lebt leider noch. Aber dann zerlegt er ja noch wen anders. Ja, das sind immer die Richtigen, ganz ehrlich, jeder Mensch, der einen VW-Golf fährt, ist ein... Das Gebäude befindet sich im Nichts. Die Nachbarn haben gerade Kaffeekränzchen, die befinden sich in ihrem 87. Lebensjahr in etwa. Und die gucken ganz böse schon aus dem Fenster heraus, was hier die Leute, die jungen Leute in dem Ort wollen, was sie hier vorhaben. Wahrscheinlich denken sie, es ist nichts Gutes und damit haben sie wahrscheinlich recht. Wir wurden herzlich begrüßt, es sind schon 6 bis 8 Persönchen da, einen Hund haben wir natürlich auch. Wir sind mittlerweile im Haus gelandet, die Leute leben noch, es wurde erst eine schwere Verletzung hier bestritten. Was war denn die schwere Verletzung? Mona hat sich geschnitten am... Am Raspler? Ja. Oh mein Gott, das, und jetzt ist Haut. Jetzt ist Haut. Jetzt ist Haut in dem Salat. Ach so, jetzt ist nicht mehr vegetarisch. Es ist nicht mehr vegetarisch. Da müssen wir jetzt aufpassen. Was machen Sie hier? Ich splitte die Apple. Schneiden Sie sich jetzt live auch in den Finger, während ich hier drauf halte? Nein, weil ich bin talentiert im Apfelschneiden. Das ist eine gar nicht mehr so weit verbreitete Kunst. Richtig, ich habe sie lange gelernt. Wo kann man das Apfelschneiden so lernen wie Sie? In der Apfelmanufaktur. Wo befindet sich die Apfelmanufaktur? Dort, wo die besten Äpfel angebaut werden. Wo gibt es die besten Äpfel? In Ostwestfalen-Lippe. Am heutigen ersten Abend gibt es als Mahlzeit
Wer möchte es? Ja, für uns hier natürlich. Das ist der erste Abend der gefakten Spiegelreportage. Mit einem Fähnchen und. So und so heißt unser Gericht. Eine blonde Frau mit Fähnchen und Schrimps drin. Ich hoffe, es wird sehr lecker. Im Hintergrund fährt in maximaler Geschwindigkeit der Funky Train ein, während die Insassen des Hauses auf eine der Todsünden anstoßen. Auf die Maßlosigkeit, die Völlerei, die, wie wir wissen, total verboten ist. Den hast du doch vorbereitet, gerade den Spruch. Ich habe kurz, ja, in meinem Kopf habe ich kurz nachgedacht, wie ich diese Moderation gestalten könnte. Deswegen habe ich sie so derart dargeboten. Das hast du sehr gut gemacht. Ich danke Ihnen. Ich habe heute gelernt, bei diesen jungen Menschen hier, diesen jungen alternativen Menschen, habe ich gelernt, eine sogenannte Pflanze, den Dill zuzubereiten. Aber du hast ihn nicht zu Genüge abgerupft. Ich habe den Dill nicht zu Genüge abgerupft. Mir wurde nachgeholfen. Ich hatte mir eine 6 von 10 gegeben, aber das wurde nicht bestätigt. Ich fand, die Äpfel waren sehr gut geschnitten. Ich habe es geschafft. Ich habe einen ruhigen Moment abgewartet, um die Gesellschaft loszuwerden. Ich habe sie im Glauben gelassen, selbst entschieden zu haben, auf einen kleinen Abendspaziergang mit dem Hund rauszugehen. Aber das war nur meine perfide Kunst des Krieges, die ich hier gerade vor mir habe. Sie beginnt mit: Der Krieg ist für jeden Staat ein Ereignis von großer Bedeutung. Er ist der Ort, der über Leben und Tod entscheidet. Er ist der Weg, der das Überleben sichert oder in den Untergang führt. Unumgänglich ist es, ihn eingehend zu untersuchen. Und das hat eigentlich relativ wenig jetzt nur mit dieser Situation zu tun. Aber so steht es da. Ich sitze hier oben im Ultra-Chill- und Backbereich. Herrschen mindestens 47 Grad Celsius und sitze hier in der Ecke. Hier ist eine selbstgebastelte Lampe, die so Art rot. Man kommt sich hier vor wie in so einem Brutkasten in etwa. Hier ist ein Stück Kunst an der Wand. Da ist so ein Typ, der schielt ein bisschen. Da oben ist ein Ballon. Ja, der Typ hat so eine Art drittes Auge auf seinem Napoleon-Hut. Das soll aber wahrscheinlich kein drittes Auge sein, sondern ein einfach kreisartiges Muster. Im Hintergrund eine Ruine und gegenüber ist eine alte Wurzel so drapiert, dass sie einen prima Schatten an die Wand wirft. Es ist alles in allem sehr gemütlich. Ja, und ich wollte ein bisschen lesen und ich bin dann echt zu faul. Wieso soll ich jetzt rausgehen? Es regnet, es sind minus eine Milliarde Grad. Und man muss auch mal das Ambiente in sich aufnehmen. Man muss nicht immer nur rausgehen. Von Anne darf ich das neue Spiel vorstellen. Willst du Knochen, kriegst du Knochen. Wie spielt man willst du Knochen, kriegst du Knochen? Man muss ein bisschen vorsichtig mit dem Gebiss des Hundes sein. Was ist mit dem Knochen? Weil wenn er nachbeißt, ist dein Fingerchen. Ah, gleich ist mein Bein drin. Und gleich sind eure Fressen weg. Die Bewohner haben Diabolisches geplant. Ich höre hier Pläne, sich in nächster Zeit in Werwölfe zu verwandeln. Ich werde mir schnell Silberkugeln und Knoblauch besorgen. Den Knoblauch werfe ich auf sie. Trotz dessen die Werwölfe Anschläge auf die Menschen planen, ich bin sehr glücklich, denn ich habe meinen Haribo-Essen-Partner gefunden. Das ist nämlich der immer die gleichen Teile wie einer mag. Und das ist dein Haribo-Essen-Partner. Und das ist cool, solange man viele von den Haribos hat, aber zum Schluss wird das eigentlich relativ doof. Am Schluss wird es aber relativ doof, weil dann sind nur noch die gleichen da, die man nicht mag. Was ist dein Lieblings-Haribo? Der Kokos-Dings, der weiße. Dieser schwarze Lakritz. Bereich mit der Ummantelung aus Kokos in Weiß. Wir vor drei Monaten auf dem Sofa gesessen haben und ich dir erzählt habe, dass der Kokos der allerbeste ist und dann sagst du, nee, ist der Schoko. Doch, hast du gesagt. Nein, niemals. Das liegt daran, weil du mich damals nicht als mein Haribo-Partner haben wolltest. Deswegen hast du gesagt, du magst nicht die Weiße und deswegen du hast die ganze Zeit auf gewartet. Die Schokolade mag ich am wenigsten, habe ich gesagt. Nein. Und damit ist bewiesen, dass ich damals nicht als Haribo-Partner haben wollte. Na gut. Ich muss richtig stellen. Das Konzept des Haribo-Essen-Partners ist wie folgt. Das ist der, der genau die Sachen nicht mag, die ich gerne mag. Dann bleiben die nämlich länger über und er kann. Dann gehen die Haribo schneller alle. Insgesamt. Ja, weil alle das essen, was der andere nicht mag.
Ich fand das erste Konzept besser. Ja. Satanische Musik, ja, Kerzenlicht. Dann mach ich so. Die Leute sind über längere Zeiten abwesend. Ein schauderhaftes Spiel. Ich bin mittendrin. Übrigens, alle Bürger sind tot. Es war sehr, sehr blutig. Werwölfe OP. Guten Morgen, ich übernehme mal hier die Rede zur Reportage. Weil der Hauptredner ist noch nicht voller Energie, feuert mich aber voll bei an. Ich werde kurz die Szenerie auffassen. Hund liegt auf dem Boden. Sehr begeistert, mitten im Weg. Frauen sitzen am Tisch und drehen sich eine Zigarette, trinken dabei Kaffee und alle tragen einen Dutt. Wir haben es 10:10 und wie hat geschlafen, um keine Namen zu nennen, wie haben Sie heute geschlafen? Ich habe sehr gut geschlafen, leicht komatös und die Rosinität schreitet voran. Woran lag das, die Komatösität? Das war gestern an dem feuchtfröhlichen Abend. Aha. Gestern, vorgestern, vorvorvorgestern, vorvorvorvorgestern. Das war die Monopoly-Runde. Das war, genau, es hat sich angestaut ins Koma. So, und wir machen gerade Frühstück und es befinden sich 1, 2, 3, 4, 4 mal 5, 20 Brötchen auf dem Backblech. Das ist wichtig. Ich streite weiter durch die Küche und sehe ein bisschen Sprudelwasser vom Sodamax. Ich habe einen Namen genannt. Hier existiert kein Max. Und unser Showmaster, Internet, Mr. Internet Explorer, der heute schon eine Literaturreise... Ich habe keine Abnehmer gefunden heute Morgen. Es war einfach niemand da, den ich begeistern konnte für meine Literaturreise. Ja, aber vielleicht... Wir hätten das Sigmund Freud Zimmer angeguckt, wir hätten das andere Zimmer mit den Landkarten angeguckt und vielleicht hätte ich selber noch eine kleine Geschichte vorgelesen, aber es gab kein Interesse. Danke. Okay. Dann darüber vielleicht. Auf den Sonntag. Ja, heute wird es nämlich noch Feuerzangenbowle geben. Vielleicht wird heute noch von Abnehmer von seiner Literatur finden. Und wenn nicht, muss er vielleicht neue schreiben, weil sie einfach nicht gut genug ist. Okay. Sönke schreibt keine Geschichte mehr. Solange die nicht anerkannt ist, schreibe ich nichts Neues. Okay. Also hört er mit seiner Karriere auf, weil niemand seine Geschichte lesen wird. Möchte jemand noch was hinzufügen? Duttfrauen? Die Duttfrauen am Tisch, möchte jemand noch irgendwas Tolles sagen? Was Tolles? Haha, die Duttfrauen neigen auch zu großartigem Humor. Ich kann bei den Hausbewohnern ein merkwürdiges Ritual live beobachten. Es handelt sich um den sogenannten Restesaufen-Sonntag. Was versteht man hier im Haus unter dem Konzept des Restesaufen-Sonntags? Ich probiere gerade einen Wein, 2014er Rest, Jahrgang. Ist das ein Rest? Und dadurch, dass der schon ein Jahr bei mir stand, wollte ich mal also probieren, ist der Rest. Ob der also ist. Also er ist kompatibel mit dem Rest des auf dem Sonntag, diese Weinprobe. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, den kann man auch trinken. Wie macht man eine gute Feuerzangenbowle? 2 Liter oder 2,1 Liter, also drei Feuer? Flaschen Wein, dann Orangensaft. Eine Zimt, Zange oder zwei? Eine Zange für eine... Eine Feuerzange für einen Feuerhut. Wieso trinkt man mittags Feuerzangenbowle? Weil wir Reste saufen Sonntag haben. Sie haben sich hier heimlich in die Küche zurückgezogen. Weil wir kurz vor dem größten Spektakel des Jahrzehnts stehen. Um sich heimlich selber Feuerzangenbowle zu machen. Ist das ein Zeichen Ihres... Heimlich, um mir ein Brötchen zu schmieren. Was haben Sie auf diesem Brötchen drauf? Wieso müssen Sie es heimlich essen? Alpenzellerkäse ohne Butter mit Basilikumblättern. Das darf niemand sehen. Mhm. Okay. Und dieses Brötchen bereitet Sie auf was vor? Ein Feuer mit Zucker und ein viel Feuerwerk Alkohol. Des Genusses. Richtig. Ein Feuerwerk Eine der Maßlosigkeit. Explosion. Der Hut zündet. Der Hut ist aufgegangen. Immer schön drüber halten. Ja, ja. Es brennt noch nicht so richtig. Es wird erstmal getränkt. Nachschub nicht stoppen. Es wird flambiert. Das musst du doch mal tränken. Ah, jetzt, doch, jetzt. Da, ja. Oh, er entzündet. Ist der rum genau 40 Umdrehungen? Nee, 80. Nee, 54. Locker 8. Also, und dann machen wir es nicht. Wäre auch der Zucker ja explodiert. Ja. Immerhin brennt der Topf, das ist immer ein gutes Zeichen. Ja. Oh. Die Kelle brennt, der Topf genau, brennt. Deswegen sollte man die... Haben wir eigentlich irgendwelche Feuerlöschmaßnahmen getroffen?
Okay. Was würden wir denn theoretisch machen, wenn sie jetzt anfängt zu brennen? Weglaufen, ja. Ich würde mein Getränk überlassen. Die Nachbarn fragen. Ist auch klug, in so einem Haus die Feuerzangenbowle zu machen. Früher gab es auch kein Feuer. Wer sich zuerst auf die Taktik der Verkehrung von Verschlungenem und Geradem versteht, der wird den Sieg davontragen. So bestimmen ist die Regeln des Gefechts. Was sagen Sie dazu? Ich hab Bock auf Chips. Wie kommt das? Weil ich einen Bericht über Tyrell Chips lese. Über welche Art von Chips würden Sie sich jetzt freuen? Tyrell Chips. Wie kommen Sie zu diesem fundierten Urteil? Weil ich gerade einen Bericht über Tyrell Chips lese. Danke. Wir spielen eine schöne Partie Schnapsbingo Solo. In 24 Stunden ist schon 2019. Es ist, eigentlich ist es jetzt, wenn man ganz genau nimmt, der 31.12. Es ist 12:05. Genau, und wir haben gerade eine gute Partie Tabu auf B-Niveau gespielt. Und Team Penis hat verloren. Und dadurch, dass jetzt alle den Frosterpunk verfallen sind und keiner mehr trinken will und ich übermorgen wieder Auto fahren muss, habe ich gedacht, ich spiele eine Runde Schnapsbingo alleine. Und jetzt könnt ihr live dabei sein. Oh, es ist ein gelbes und es ist ein grünes. Dann trink die erstmal. Was ist gelb? Nee, gelb ist Hit oder Miss? Okay. Und jetzt grün ist? Also für die Dramaturgie wäre es besser, wenn ich sagen würde, es war Schnaps, aber es war Wasser. Oh, wie viel hast du denn noch? 2 habe ich jetzt noch den über. Knobel. Ich habe schon ein paar Runden gespielt. Dann lass die Kugeln rollen. Oh mein Gott, es ist rot. Ich hatte schon rot. Ich bin gerade in der letzten Phase des Bingos. Und jetzt? Es ist blau. Und blau ist wieder nur Wasser oder was? Nee, blau ist ein kleiner Gin Tonic Schnaps. Wie klein ist der? Wie ist der so klein geworden? Es ist auch wirklich gut, glaube ich. Nee, spiel doch noch eine Runde. Wieso denn nicht? Du hast doch gerade gesagt, damit ich morgen nicht solche Kopfschmerzen habe. Ja, aber ich finde, ich zwei jetzt Runden Runde Schnaps-Bingo alleine kann man eine, auch mal alleine eine Runde Schnaps-Bingo. Ich frage Sie morgen nochmal, ob Sie ich habe auch, immer noch ich dann ich möchte auch nochmal dazu, da war aber viel Gin drin. Ich möchte dazu aber nochmal sagen, hart eingeschenkt, die dass bisschen, ich, für dein Solo richtig, ich muss ja das Wasser ausgleichen, was wieder in den Nieten ist, in den Nietengläsern. Viel Spaß weiterhin beim Schnaps-Bingo. Ach, meinen Tagen im Haus verspüre ich mittlerweile ebenso wie die Bewohner des Hauses diese unbeschreibliche Laschheit, Faulheit, Trägheit. Ich habe Lust, nur noch Startup-Ideen zu entwickeln, aber dann gar nicht umzusetzen. Und da habe ich gedacht, ich setze mich lieber hier oben in die rötlich angeschiedene Ecke und lese weiter. In der Kunst des Krieges, Kapitel 12, der Angriff mit Feuer. Denn Feuer lässt sich auf 5-fache Weise einsetzen. Gegen die Menschen, gegen die Vorräte, gegen die Marschausrüstung, gegen die Speicher und gegen die Nachschubwege. Das sind die 5 Arten des Angriffes mit Feuer. Und diese Arten sollte man in jedem Konflikt beherzigen. Nein. Aber in jeder Armee gab es auch 2 ganz besondere Rollen. Darunter befanden sich auch 2 Zauberer, sogenannte Shishi, denen es oblag, Lug und Trug anzuwenden und sich auf Götter und Geister zu stützen, um den Sinn der Menge zu verwirren. Ich stelle es mir sehr schwierig vor, diesen Zauberern Anweisungen zu geben. Das ist doch ein ganz besonderes Völkchen und immer, ne? Ich meine, die lassen sich gar nichts sagen und man weiß auch gar nicht, wo man mit das zu tun hat, ne? Mit der Zauberer. Die können einem ja sonst was erzählen. Und wie lange lässt du sie am Leben? Wenn jetzt was Schlechtes passiert, sagst du, das war der Zauberer? Ich weiß es nicht. Meine lieben Liebenden, es ist 11:20. Es ist kurz vor Mitternacht und wir könnten bald, oder wir nicht, wir könnten, wir werden bald das Jahr 2019 einläuten. Und um diesen Abend nochmal einen großen Höhepunkt zu geben, beginnen wir gerade mit dem Bleigießen. Captain und OCB sind gerade dabei, ihr Blei zu gießen oder ihr Blei schmelzen zu lassen. Wie fühlen Sie sich dabei, OCB?
sehr aufgeregt und nervös, weil ich habe ein bisschen Angst, dass McMoney Sack hier überhaupt gar nicht schmelzen. Okay, und Captain hat irgendwie schon die Ruhe selbst. Mir ist langweilig, das dauert zu lange. Oh, guck doch, es blubbert schon. Ruhe, jetzt geht. Es ist sein erstes Mal, er hat noch nie Blei gegossen vor. Oh, schau doch nur. Es ist kurz davor, das Blei schmilzt oder es ist geschmolzen. Und das musst du schnell machen, aber nicht von zu weit hoch, weil dann spritzt es uns. Und dabei müssen alle sagen laut Blei gießen. Blei gießen! Oh mein Gott. Und es ist eine Wurzel. Ali muss entscheiden. Nein, das ist nicht sagen. Nein, das ist ein Moll. Das ist ein Diadem. Drache. Das ist ein Drache. Das ist alles. Oh, es ist dieses Ding von Pokémon. Das ist eine Prothese. Wo ist die Deutungstafel? Als was erkennst du das an? Was könnte alles sein? Sag was. Es ist ein Alles. Nur drei Sachen auf der Tabelle. Ich finde dieses Spermium mit den Flügeln gar nicht. Das wird da nicht stehen. Ja, das sage ich dir schon. Ich finde, das ist ein Diadem. Du willst nur, dass es ein Diadem ist. Auch Diadem wird doch nicht. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Gibt es Diadem? Natürlich nicht. Schmuck. Eine Krone. Krone, Schmuck. Ein Wassertier. Es ist doch bestimmt ein Baum. Wie ist das denn? Ja, ich würde sagen, es ist eine Wurzel. Absolut nicht. Ist es ein Dreieck? Nein. Sonst such dir was aus von den Deutungen. Ein Tier. Ein Tier. Pokal wie ein Erfolg im Sport. Sind Sie sportlich, Captain? Nimmst du diese Weissagung an? Nein. Ich bin eine neue. Löwe. Du hast ein Veto bei Bleigießen. Du musst dann das nächste muss sterben. Aber so funktioniert das nicht, dass man sich das von einem am besten tut. Doch, einmal schon. Das ist 2018 ist das so. Könnte auch ein U sein, ein Buchstabe. Das war die etwas teurere Version, da darf man sich einmal noch umentscheiden. Was ist es denn jetzt? Hast du dir was... Okay, kommen wir zu einer Entscheidung? Was ist das Symbol der Liebe von Captain und OCB? Welchen Orakelspruch nimmst du als deinen Was ist das Symbol? Es ist ein bleigegossene Kunstwerk. Es gibt tatsächlich auch Stocke. Für Kreativität in eurer Liebe nächstes Jahr. Das finde ich toll, so das machen wir. Okay, wir sind live beim Bleigießen von Milli Vanilli und von der Namenlosen. Wie fühlen Sie sich, Milli Vanilli? Ja, hervorragend, das ist sehr aufregend. Die Laterne ist gleich weg. Aber ich weiß noch nicht, wie ich den Schwung in den Löffel bringen muss. Nein, ich glaube, es ist kein Schwung. Oh. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh mein Gott, was soll passieren? Ja. Es ist... Ziege! Kiesel! Ja, toll! Gibt Regen? Kann man Bleigießen auch renovieren? Es ist ein Durcheinandergebilde. Kann ich die nochmal einschweißen, nochmal probieren? Ja, ja, ja. Es gibt Stock. Aber wenn du sie nochmal einschweißt, steckt das nicht mehr die Wahrheit im Blei. Meine Lieben... Zuhörer und Zuhörerinnen. 0:29 Es ist 0:29 Das Mikrofon wurde von leeren Zeiten des Podcasts von meiner Kollegin Frau Funny Fancy geklaut. Da habe ich aber kein Ding mit, weil es ist ein Co-Moderation Space, den wir uns aufgebaut haben. Wir betreten das Haus. Hier laufen wieder alle Tracks von Jimi Hendrix. Ich habe einen schwarzen Daumen. Pass du hast auf, einen schwarzen Daumen. Jetzt bestimmt das super coole Knallgedings. Dann kannst du bestimmt auch noch mal kurz knallen gehen. Nein, 30 Knaller will ich nicht. Irgendwann ist auch ausgeknallt. Wer will 40 Mini-Knaller? Anne? Nein. Wie war für Sie der Anfang von 2019? Anne, 40 Mini-Knaller. Es war mir ein knallhaftes Fest mit dir. Ich glaube, wir haben das ziemlich geil. Peace, Alter. Wir haben super geil gemacht. Groß Neues. Und niemand hat so geil geknallt wie hier. Wie wirkt 2019 bisher auf euch? Knallig, du. Was könnte es für ein Jahr werden? Ich glaube, es wird ein Baum. Das 2019 wird ein Baum. Ich muss noch mal raus. Ich habe einen Schatz in der Tüte der Pyromanen. Hat sich ein besonderer Schatz gefunden. Was haben Sie da entdeckt?
Oh, Frösche. Vier Frösche. Von Frösche. Aber auch, vier Frösche. Aber auch von Weko, die echten. Die echten von Weko. Richtige Frösche. Ja, der würde ich auch gerne von nehmen. Ja, komm. OG Frogs. Ich bin eigentlich schon raus. Na gut, ich gehe noch mal so ein bisschen. Ich gucke in die Tüte und dann wird sich noch eine tolle Sache ergeben. Das andere sind diese ganzen verfickten Scheiß-Mini-Knaller. Die will niemand. Die will niemand. Wir sind nun live dabei, wie die letzten vier Frösche gezündet werden. Synchron, synchron. Doch sind sie synchron. Der linke hat um drei Explosionen mehr gemacht. Der vorletzte, er ist schon in der Luft losgegangen. Er macht ein schönes Tanzspiel auf dem Boden. Meiner kommt noch mal hinterher. Oh, verzögert, eine verzögerte Eröffnung. Ah, ich wurde von diesem Ding hier getroffen. So, jetzt sind wir wach. Frohes Neues. Ja, aber hallo. Das ist ganz merkwürdig, aber immer genau zu Silvester im neuen Jahr tut mir an meinem kleinen Finger die eine obere linke Ecke so ein ganz bisschen weh. Das ist ein ganz spezifischer Schmerz und der ist wirklich immer nur dann da. Komisch. Es ist das neue und mittlerweile schon sehr beliebte Jahr 2019. Es könnte sich als ein wahrer Klassiker unter den Jahren herausstellen. Denn es hatte alles. Es hatte Sonne, Regen, es hatte Aufwachen und Kaffee, Raclette und neuer Spaziergang, bei dem wir gerade bei sind. Ja. Ist zum ersten Mal seit ich Beginn dieser Reportage ich das Haus für mehr als 10 Meter und ich muss sagen, es ist eigentlich unangenehm draußen. Man ist so ungeschützt, irgendwie ist es so eine weite Optik, es ist irgendwie nicht eng und offen, Ofen meinte ich, eng und offen, eng und Ofen, natürlich. Wir gehen hier um die Ecke, das sind Äcker, Bäume, diese Trollabwehrmasten stehen hier auch, aber das ist auch so eine Trollgegend hier, der Hund guckt, wie generell gern geguckt wird. Ja, wie fassen Sie die Ereignisse im Haus zusammen? Ja. Ja, wir wissen nicht so recht, wo wir da reingeraten sind. Es hat uns auf jeden Fall verändert und tief berührt. Diese Erfahrung mit den ganzen Hippies in einer Kommune am Ende von Deutschland. Also ich höre dir gar nicht zu. Ich mir auch nicht, das ist das Problem. Die tapferen Spiegelreporterinnen haben ihren traditionellen Neujahrsspaziergang absolviert, die Gegend ausgekundschaftet und jetzt steht im Prinzip nichts mehr im Wege, eine völlig erfundene Reportage zu schreiben oder eine Collage aus Tonbanddokumentationen anzufertigen, die nicht im geringsten widerspiegelt, was wirklich passiert ist. Denn das wird immer ein Traum bleiben. Ein Traum bleiben in den Herzen der Mitbewohner von das Haus. Vielleicht auch 2019 wieder in einer heruntergekommenen Ruine in ihrer Nähe. Und vielleicht ist nächstes Mal eine Leiche dabei. Oder mehrere Leichen. Warte mal, Junge. Kannst du ja so einen Schnuff machen, ey? Wieso? Was reden Sie mir überhaupt einfach so rein? Wer sind Sie denn? Das ist doch meine Show. Ja, ja, soll sie auch bleiben, ist niemand neidisch drauf. Aber ich hab noch einen wichtigen Beitrag zu machen. Der da bitteschön wäre? Ich hab's nicht so mit dem inhaltsleeren Fabulieren wie du, mein Freund. Aber ich trage in mir eine ebensolche Gabe. Mich hat Euterpe geküsst. Und so habe ich das Geschenk der Musik erhalten. Mir wurde eine engelsgleiche Stimme mit in die Babyklappe gelegt. Da bin ich hart skeptisch. Brauchst du nicht sein. Ich habe Beweise. Die da wären? Gut, dass du fragst. Also, hier nun Weltpremiere. Mein neuer Song extra zu dieser beknackten Episode. Er trägt den schmissigen Titel Waldvandalen. Check den Scheiß aus. Okay, cool. Ich möchte wieder sein bei den Hippies ihrem Freizeitheim. Erst unter Werwölfen beim Schnapsbingo fühlte sich mein Herzen so. Mann aller Malen, Mann
Mann waren alle Waldvandalen. Mann aller Malen, manchmal wie an Mann waren alle Waldvandalen. Mann aller Malen, manchmal wie an Mann waren alle Waldvandalen. Mann aller Malen, manchmal wie an Mann waren alle Waldvandalen. Die Kunst des Krieges kriegt auch dich. Ich gieße Blei und deute mich. Ich weiß jetzt, was ich wirklich mag. Reste saufen, Sonntag. Seid meine Partner beim Haribo. Seid meine Partner, ich brauch euch so. Ich möchte wieder sein bei den Hippies ihrem Freizeitheim. Erst unter Werwölfen beim Schnapsbingo fühlte ich mich wirklich froh. Manchmal wie an Anfang an der Waldvandalen. Mann aller Malen, manchmal wie an Anfang an der Waldvandalen. Mann aller Malen, manchmal wie an Anfang an der Waldvandalen. Mann aller Malen, manchmal wie an Anfang an der Waldvandalen. Sind die letzten vier Knallfrösche. Ein neues Jahr krieg ich zum Tausch. Weiß schon, wie ich's eröffne. Im Feuerzangenbowlen-Rausch. Seid meine Partner beim Haribo. Seid meine Partner, ich brauch euch so. Ich kämpf mit fünf Arten des Feuers. Doch ich entkomm hier einfach nicht. Manchmal mehr an Mann waren alle Waldvandalen. Waldvandalen. Mann aller Malen, manchmal mehr an Mann waren alle Waldvandalen. Waldvandalen. Mann aller Malen, manchmal mehr an Mann waren alle Waldvandalen. Waldvandalen. Mann aller Malen, manchmal mehr an Mann waren alle Waldvandalen. Waldvandalen. Naja. Darf ich mich jetzt wenigstens noch von meiner geschätzten Hörerschaft verabschieden? Nee,